Hallo Leute, weil der Martin ja nicht aus dem Arsch kommt, mit seinem Let's Draw My Life, was auch immer, übernehme ich das jetzt. Wenn es jetzt nicht so toll wird, ich habe keine Lust mehr, ich habe das jetzt 10 Mal gemacht, also eigentlich noch nicht, aber das wird jetzt so, wie es wird, was soll's. So, Moment, das muss ich starten. Nun, dies ist eine Geschichte darüber, wie mein Leben auf den Kopf gestellt wurde. Ich brauche eine Minute, bleib einfach dort sitzen. Ich werde dir erzählen, wie ich zum Prinzen von einer Stadt namens Weimar wurde. Ein Prinz. Ich bin in West-Berlin geboren und aufgewachsen. Sieht man Westen? Die meisten meiner Tage verbrachte ich auf dem Spielplatz mit maximalen Rumhängen und alles war voll relaxed. Sieht man, wie ich spiele. Wir spielten ein bisschen Basketball vor der Schule und wenn ein paar Jungs, die nichts Gutes im Schilde führten, in meiner Nachbarschaft anfingen, Stunk zu machen. Sieht man da? Wollten mir auf die Fresse hauen. Ich habe mich ein bisschen gebalgt und meine Mutter erschrak. Ah, sieht man, hat mich auf die Fresse bekommen. Und sie sagte halt: Okay, war nicht gut gelaunt, ziehst du deiner Tante und deinem Onkel nach Weimar. Tagelang habe ich gebittelt und gebettelt, aber sie packte meine Koffer und schickte mich los. Sie gab mir einen Kuss und gab sie mir mein Flugticket und ich setzte meinen Walkman auf und sagte, dann mache ich halt das Beste draus. Erste Klasse ist saugut, ich trinke Orangensaft und Champagner, nimmt man so in Weimar, könnte mir gefallen, aber warte mal, habe ich ja gehört. Etepetete, spießig, bla. Naja, das Flugzeug landete und als ich ausstieg, stand da so ein Typ, der Polizist aussah. Und mit meinem Namen auf einem Schild. Ich bin noch nicht so weit, dass man mich jetzt verhaften könnte. Ich bin gerade erst angekommen. Und ich entwickelte so eine solche Schnelligkeit, dass ich wieder Blitz verschwand. Ich pfiff mir ein Taxi her und als ich das näherte, stand auf dem Nummernschild neu und am Spiegel hingen Würfel. Wenn überhaupt, dann könnte ich lediglich sagen, dass dieses Taxi außergewöhnlich stank. Aber ich dachte, nee, vergiss es. Jo, Mann, auf nach Weimar. Am Haus kam ich um 7 oder 8 an und ich schrie zu dem Taxi, jo, bis bald, Mann. Ich schaute auf mein Königreich und ich war endlich da, um auf meinem Thron als der Prinz von Weimar, meinen Thron als Prinz von Weimar einzunehmen. Danke, Leute. War jetzt nicht das längste Video, aber es war gut. So.